Ja, willkommen heute zu einer weiteren Folge von Path of Exile. Heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, weil ich will heute nur das Lords Labyrinth einmal erfolgreich abschließen. Und zwar inklusive mir auch dann die Skillpunkte zu vergeben dort in dieser Spezialisierung. Und bin mal gespannt, wie dann dieser Altar tatsächlich funktioniert, nachdem ich in der letzten League in den letzten Minuten zwar es bis zum Ende geschafft habe, aber nicht mehr den Altar aufrufen konnte. Akt 4 werde ich dann erst in der nächsten Folge weiterverfolgen und dann jetzt gleich letztlich zurück ins Zahn Encampment und in das Lords Labyrinth. Okay, es hat erstmal auch wieder zwei Pfade. So, aktuell habe ich nämlich jetzt noch keinen Bonus oder Schrein, der dann irgendwelche Items-Häufigkeiten erhöht. Halls, das klingt auch so, als würde es dort weitergehen. Also Estate Pass und hier gibt es einen Silver Key. Und dafür gibt es aber nur einen Ausgang. Aber wahrscheinlich ist es ein Apex. Mal gucken. Oh, da ist die Silver Chest. Da ist das, wo ich einmal von außen rum muss dann. Ich sollte nicht innerhalb dieser Säulen dann länger rumlaufen als nötig. Aber das war's schon. Jawohl. Naja, da geht's dann weiter. Estate Walkways. Noch ein Schlüssel. Und von da aus geht's wieder nach oben. So, da ist dann die zweite Silver Chest, die ich dann wieder von der Seite anlaufen muss. Ja. Nicht stehen bleiben, weil diese netten Türen auch zur Seite stechen. So, da geht's zu den Sanatorium Halls. Das ist dann also der Anfang. Also zumindest dürfte das hier oben dann sein. Okay, ist der Durchgang. No. Okay, so langsam verstehe ich hier ein bisschen was. Und die zweite Silber. Wobei eigentlich sind es doch dann Kisten gewesen und keine Türen. Aber mal schauen. Wobei ich bin ja mit dem jetzt noch nicht mal durch. Aber danach geht es dann hier zu ihm. In den ersten Kampf. Mal gucken, ob in den Sanatorium Halls dann zumindest ein Schrein ist. Weil es würde ja zumindest zum Sanatorium passen, aber weil zumindest eine Kiste oder eine Chest ist nicht da. Da ist schon was. Da ist zumindest ein Lock. Ja, genau, da ist ein Mysterious Dark Shrine. Okay. Hier muss ich auch wieder alle Räder in Bewegung bekommen, aber in die richtige Richtung. Ne, der eine ist jetzt noch dagegen. Okay, also du hast jetzt deinen und den da oben drüber angehalten. So, du machst auch wieder deinen und den schräg gegenüber. Ah, okay. Und schon hat's geklappt. So, also mal gucken, was ich jetzt da an
Problem bekomme. Okay, es wird nicht sofort aktualisiert. Es wird überhaupt nicht aktualisiert. Keep of the Horde. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier gleich die 30% irgendwie bringt, aber scheint nicht der Fall zu sein. Oh, das ist heftig. Na, mal schauen, was da für Viecher auftauchen. Okay, welcher Übergang ist das? Estate Walkways. Das ist hier vorne. Schade, dass da nicht auftaucht, dass das die Estate Bed Walkways sind. Ja, also der zweite Schrein. Was hat denn der Switch jetzt umgestellt? So, dass das Ding weiterläuft. Oh, das sind die Plattsäger. Ja, nicht zu lange stehen bleiben. Sonst kommen da nur immer mehr von den Viechern. Oh, da muss ich den Switch umlegen, damit ich da weiterkomme. Damit die jetzt wieder um die Ecke fahren. So, zumindest ist diesmal irgendwie übersichtlicher. Es sind nicht ganz so viele. Aber das Messer hätte ich jetzt fast schon wieder übersehen. Aber vor allem diese Viecher bringen keine Erfahrungspunkte. Na gut. Aber immerhin, die Tür ist offen. Und ich komme jetzt an den Schrein. Your course, you take my elemental damage. Okay, jetzt bekomme ich aber wenigstens mehr Sachen zum Finden. Aber ich muss da jetzt nach unten durch, um diesen Aspiranzbereich zu erreichen. Naja, dann müsste ich ja eigentlich... nein! Superklasse. Da sind auch überall die Speerspitzen. Hoffentlich lohnt sich das. Boah, nein! Oh, fuck! Ich muss hier irgendwie weg. Oh. Ja, weil ich kann ja nicht mal raus hier, um die Flaschen wieder aufzuladen. Das heißt, was war das denn jetzt? Was ist denn da drauf gegangen? Ich habe jetzt hoffentlich noch keinen Schlüssel eingesetzt. Aber zumindest sind meine Flaschen wieder aufgeladen. Ich glaube, hier war auf jeden Fall irgendwas. Vielleicht war ja ein... Huge Exile hier, aber die lassen eigentlich nicht so viel Zeug fallen. Und da ist jetzt Aspirants Trail. Ja, dann auf dorthin. Ja, von wegen close to the end of the path. Das ist gerade mal das erste Drittel. Also dann.
Oh, die hat er jetzt aktiviert. Ich frage, ob es überhaupt lohnt, sich um die Statuen an der Stelle zu kümmern. Weil wichtiger ist es, ihm auszuweichen. Weil die resetten sich ja eh von selber. Also lieber in der Form rechtzeitig auf den Beinen zu sein. Ja, nicht so lange stehen bleiben, wenn er mich mit mehreren Angriffen angreift. Das ja jetzt nicht mehr dauern. Ich muss ja nur bis zum ersten Drittel runterkommen. Oh, nicht erwischen lassen. Oh, es werden langsam ein bisschen viele Monster hier. Ha, das war's schon. Okay. Das hat ja noch ganz gut geklappt. Golddor, you are here. Auch wenn ein Golddor, bräuchte ich auch einen Goldschlüssel. Na, super. Ja, das Gefährliche bei diesem ganzen Tier ist, dass man da die Fallen überhaupt nicht mehr sieht. Da ist die Golden Door. Tja, und wo bekomme ich den her? Ja, da ist der Annex. Ja, der Annex ist jetzt die Sackgasse mit dem goldenen Key. Okay, dann mal gucken, wie schwierig es ist, einen goldenen Key zu finden oder zu bekommen. Okay, da ist schon mal die Lock Door. Das heißt, das ist der Kreis, wo ich dann hier ringsrum laufen muss. Jawohl. Das heißt, da geht es wahrscheinlich erstmal dort nach hinten, um irgendeinen Lever umzulegen. Ja, also die Fallen werden, glaube ich, nie wirklich meine Stärke werden. Weil irgendwie ist es dann immer ziemlich schwer zu sehen, wie weit reicht denn jetzt tatsächlich eine so eine Falle. Und wo sind sichere Punkte, um stehen zu bleiben. Du Scheiße. Na, das sind ja nette Sachen hier. Hier kannst du dich schnetzeln lassen. Ich hoffe, das funktioniert bei dir. Oh. Okay. Ich hätte die Tür vorher aufmachen sollen. Sag bloß, der heilt sich. Oder der hat so viel Leben, dass ihm das überhaupt nichts ausmacht. Ja, die Frage ist nur, wie überlebe ich die ganze Scheiße? So. Kann ich hier nicht mal irgendeine Tür wieder zumachen? Das heißt, wenn ich den schaffe zu killen, dann kriege ich den goldenen Schlüssel. Oder wahrscheinlich bewacht das für den goldenen Schlüssel. Pff.
Freeze you when activated. Guarded by Rouge Exile. Na super. Das heißt, achso, warte mal, ich habe ja noch ein Remove Freeze and Chill. Oh, nee, da ist die. Nee, da ist die Golden Chest. Ja, aber die Golden Chest enthält den. So, und auf jeden Fall kann ich jetzt einmal drum rumlaufen. Okay, dann biegt der in die andere Richtung ab. Und ich habe die Möglichkeit, hier dran vorbeizulaufen. Hier das Gleiche. Weil die Frage ist, was das bringt, aber gut. Ja, die goldene Tür habe ich ja schon gefunden. Jetzt ist nur noch das Problem, dass mir dieses Vieh da noch an den Kragen will. Ja, nur dieses eine Supermonster-Vieh. Naja, und die... Okay. So, jetzt habe ich hier zwar noch einen Rouge Exile auf dem Hals, aber ich hoffe mal, dass ich den klein kriege. Saphirring und Koralamulett. Hat aber weniger Life Regeneration, als ich derzeit habe. Juhu. Sieht doch schon ganz gut aus. Oh. Ja, erst wenn es tot ist, habe ich gewonnen. War ein ziemlich zäher Brocken. Und wahrscheinlich gar nicht dazu gedacht, dass man ihn umbringt, sondern einfach nur, dass man von ihm wegläuft. Aber man kann ihn trotzdem killen. Definitiv. Oder mal gucken, was passiert, wenn ich ihn töte. Nein, nicht stehen bleiben. Nicht während er schnell unterwegs ist. Ein Treasure Key. Naja, das ist doch eine nette Belohnung. Ah, da ist die Silberschlüssel nötig. Für einen weiteren Schrein. Ja, also dafür ist der Fall schon ziemlich klasse, dass ich letztlich ohne den Boden zu berühren einfach hier durch teleportieren kann. Ja, einen Silver Key verbraucht. So, hoffentlich hat sich der Schein gelohnt. Lebensregeneration hat ihm das Gift ziemlich viel ausgemacht. Also. The pursuit of power can be a grotesque affair. Okay. Also zumindest ein Bonus und kein Malus. Noch mehr Lockdown. Ah, da vorne ist ein Lever. Oh je. Möchte nicht wissen, was da für ein Vieh drin steckt.
Gar keins. Oder ist das eine andere Falle? Schock. Okay, hier gibt es noch einen Schrein. Noch einen weiteren Dark Schrein. So, der wird jetzt wahrscheinlich. Nee, es ist trotzdem kein Malus. Wird nicht auf dem Schirm angezeigt. Sehr schön. Also nicht auf der Karte angezeigt. Also cast ice beacons when at full life, lose all life on cast, regenerates life, cannot be damaged. Ice beacons. Okay, aber ich dachte, das war beim ersten Mal schon so. Na gut, gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Und ob ich es schaffe, das zu überleben. It is the sovereign who empowers the scepter, not the other way around. Was ist das denn? Du grüne Neune. Die Dinger schwächen mich auch noch. Oh. Fuck. Verlangsamung. Oh, das wird echt hart. Ich hoffe, ich kann die irgendwie alle auf einmal zerstören. Und die bleiben dann hoffentlich auch kaputt. Wahrscheinlich ist das einer von den negativen Auswirkungen. Wobei aber dann. Wahnsinn. Anstrengend. Denen die alle gemeinsam leben? Ich glaube nicht. Ja, ich habe einen Spaß ohne Ende. Okay, also ein paar sind schon kaputt gegangen. Ne, eigentlich sind alle kaputt gegangen. Das heißt, ich kann mich jetzt zumindest mit einer normalen Geschwindigkeit hier bewegen. Und kann jetzt erstmal noch ein bisschen weg hier. Kann mich jetzt endlich auch. Toll. Achso, aber zumindest gibt es hier ja genug Futter für die Flaschen. Oh, Drecksack. Ja, werde ich machen. Ich werde dich schon finishen. Hauptsache, ich krieg dich gut genug gezielt. Halbzeit. Jetzt sind zumindest kaum noch Viecher da. Okay, jetzt hat er gleich wieder ein paar neue gemacht. Ich bin was?
Steht da Reduced Life? Oder weniger Leben als normalerweise? Ja. Aber zumindest ist es mit dem Bacon immer noch angenehmer, als wenn der Schadensboni hat. Ha, diesmal bin ich rechtzeitig ausgewichen. Oh! Zumindest steht mir noch nicht das ganze Leben. Und das ist alles noch bewältigbar. Was? Ich hab dich schon. Okay, dann kommt jetzt nur noch eine Stufe. Mal gucken, wie schwierig das wird und ob noch irgendwelche Haustiere unterwegs warten. So, von hier gehen jetzt auch gleich wieder drei Pfade ab. Und ich nehme mal an, dass hier dann wieder nur ein Schlüssel ist. Und dann mal gucken, wie weit die anderen beiden untereinander verbunden sind. Was ist das? Oh, ein Rouge Exile. Das ist ja wohl nicht ernst. Ein Lapis-Amulett. Mein zweites Unique. Na, immerhin. Secret Passage. Wo geht die denn hin? Vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Schrein. Oder ich komme vom Regen in die Traufe. Na ja, dann mal gucken, wo mich das Ding hinführt. Sanatorium-Passage. Ne, dann war ich in dem Ding. Achso, jetzt bin ich oben. Aber dann war ich mit dem anderen Ding in dem Ding da unten. Silver Cache. Okay, es ist eh eine Sackgasse, dann kann ich das auch gleich leer machen. Ah, das war jetzt doch tatsächlich wieder eine Silver Door. Emperor's Treasury. Habe ich dafür jetzt schon eine. Ja, habe ich eh schon aufgemacht. Von daher, dann kann ich das ganze Zeug auch mitnehmen. Oh, Crimson Juwel, Kobalt Juwel. Das hat sich zumindest in der Hinsicht gelohnt. Hä? Der hat überhaupt keine Verbindung weiter. Domain Walkways. Wie kann denn der jetzt dann doch noch eine zweite Tür haben? Ah, okay, das ist so eng, dass das überhaupt nicht eingezeichnet wird. Okay, jetzt fehlt mir immer noch die Begegnung. Oh Mann. Da ist echt noch ein Schlagschrein. Da hoffen wir mal, dass der noch irgendwas Sinnvolles bringt. Okay, den muss ich mir dann später nochmal anschauen. Um die eine Passage zu finden. Ja, schön. Okay, so schlimm war es nicht, aber. Ach, ich mag die Passage nicht. Power without limit. Okay, was hast du mir gebracht, verdammt nochmal? Oh. Mein Mana, ist ja cool. Ich habe unbegrenztes Mana. Ja, das ist ja schön. Ey, bleib stehen. Nix gibt's. Ah, verdammt.
Er ist abgehauen. Silver Cache hier. Okay, das heißt bloß noch eine Möglichkeit, den Silver Key loszuwerden. Es wäre natürlich noch interessant zu wissen, was für eine Kiste da drin steckt. Ui, ein weiteres Unique. Anscheinend aber keins von denen, die ich finden soll. Also für irgendeine Challenge oder so. Also da ist die andere Silver Door. Jetzt sehe ich nur nicht, was die Belohnung ist. Naja, dann schauen wir mal rein. Einfach nur den Key einsetzen und reinlaufen ist auch nicht, sondern noch irgendwelchen anderen Klimpen anzustellen. Okay, jetzt ist er offen. Okay, alle nur einfach nach unten drehen. Okay, da ist die... eine Emperor's Gift. Na prima. 41. Super, der ist besser als der andere. So, also jetzt dann auf den Abschlusskampf. Gut, aber Lightning hätte ich dann tatsächlich zu wenig. Ja, wegen 3% lohnt sich das nicht. Und hier 75, 522, 569. Dann lieber die Resistance hoch und den beibehalten. So, die bleiben also wieder als Idols. Okay. Jetzt gilt es dann hoffentlich zu überleben und ja, auf geht's. Zumindest hat er dann kein Status Alignment, sondern nur diese Idols und ich muss jetzt nur die Fallen überleben und ihn natürlich besiegen. Tja, nur ist gut gesagt, ne? Ja, die Grafikkarte schreit schon. Schon gib auf. Ich krieg dich doch eh klein. Du musst es doch gar nicht bis zum Ende machen.
Ja, die Verlangsamung ist eigentlich das Gefährlichste, weil dann bin ich ihm... Ah! Jawoll! Treasure Keys erwarten mich. Jetzt in der Kammer erwartet mich ja jetzt nichts Besonderes mehr. Aber ich kann nur drei... Also Divine Front. Ah, ich kann das sogar direkt in meinen Stash packen. Sehr schön. Use the skull on a pair of gloves to add a random enhancement to them. Attack this word of light when you take a critical strike. Okay. Hoffen wir mal, dass die nicht allzu schnell ausgetauscht werden. Okay, und jetzt noch drei Kisten öffnen. Ich weiß eh nicht, was dann vorher rauskommt. Okay. Ein Haufen Armor Scrap. Gott, da drüben. Okay, Gürtel. Meridan Juwelen. Und eine noch. Okay, Klimpen. Und jetzt gilt es noch, den Altar zu besuchen. Altar of Escandancy. Oh, das erste Mal. Ah, hier sehe ich dann, welche von denen ich auswähle. Also Deadeye habe ich auf jeden Fall ausgewählt, weil klar ist das mit den Bogen. Ja, Flaschen ist für mich nicht so wichtig. Next. A woman can change the world. Ja, also das eine Mal ist hier, dass ich das Bleeding im Endeffekt erstmal loswerde, weil zwei Punkte sollte ich ja jetzt haben. Später kann ich dann hier Attack, Projektil, Speed und so weiter hochbringen und ansonsten wäre noch das Interesse, die beiden 20% increased Radius of Area Skills, naja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Attack projectiles return to you after hitting targets. To pierce targets at the start of the movement, losing its chance that the projectile travels further. Naja, auf jeden Fall erstmal das Bleeding rausnehmen. Ja, okay, Ascent. Und das dort und das dort. Jawohl. So, mal gucken, ob das hier irgendwas ändert. Wahrscheinlich Projectile Damage. Doch ein bisschen, was müsste es auch ändern? 6,26, 17,90, 18. Ja, also soweit heute das Lord-Labyrinth mit einem netten Haustier zwischendurch. Und ja, ich habe jetzt das erste Mal ein Lord-Labyrinth abgeschlossen, habe den Altar besucht und mein Deadeye geskillt, sodass ich jetzt Bleeding habe. Also zum einen, dass mir Bleeding nicht mehr allzu viel schadet, aber zum anderen auch, dass ich jetzt höhere Chancen habe, überhaupt Bleeding zu erreichen und dann größeren Schaden anrichte. Also bin ich sehr gespannt, dann beim nächsten Mal in Akt 4, wie sich das Ganze auswirkt und in welchem Umfang dass mein Fortschritt dann auch beschleunigt. Aber naja, die Gegner werden später auch stärker und mal sehen, wie viel dann davon wirklich übrig bleibt. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!